habe 4 Sets gemacht. Nein. Ich habe gezogen. Ja doch, 4 Sets. Farmroll ausgespielt, Card of Demise aktiviert, was ziehe ich nach? Tin Can. 3 Tin Can, muss ich abwerfen. Das war echt Minus des Scores. Aber trotzdem habe ich ihn rasiert. Okay. Wie war deine Runde? Die Runde war super saftig. Jetzt habe ich 2-0 gewonnen. Das war Monarch mit, wie heißt es? Domain. Nein, das Gerümpel. Nicht Exit, das andere. Was? Der Quickdraw. Quickdraw. Quickdraw Monarch. Das ist Exit, die Monarch. Spielt man Quickdraw, Max? Ja, du brauchst auch vielleicht 5. Für 5, Synchro oder Exit. Ah, ja. Den spielt man nicht immer. Den doch. Quickdraw. Immer! Okay, ich habe dagegen gewonnen. 2-0. Kaiko hat den richtig rasiert. Ich habe ihm alles entfernt, jedes Monster. Sogar die Materialien für Brilliant Fusion und so. Ich habe ihm alles genommen. Aber ich stehe 1-2 nicht so gut. Ich brauche jetzt noch 5 Siege, noch 5 Runden. Eigentlich bin ich topfit. Schauen wir mal. Update, Runde 4 glaube ich. Ja, servus Leute. Ich stehe 2-2. Gegner hat nicht mehr volle Combo, deswegen komme ich ins Spiel. Gegner was hat er gespielt, Mann? Monarch. Alter, er hat schon wieder gestartet, Typister. Das war zu krass, aber ich hatte Road. Road Main 2, sehr gut. Game 2 war noch verrückter. Ich hatte 3 Road, habe ich gezogen. Und er hatte diesmal 2-mal Twin Twister. Gegner richtig am Leiden. Ja, ich stehe 2-2, ich brauche noch 4 Siege. Oder vielleicht 3 Siege, 1 Draw. Ja. Ist unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Einfach spielen. Einfach spielen. Jetzt gehen wir essen. Und saftig dünne Essen. Es ist 6 Uhr oder so und wir haben noch 4 Runden vor uns. Ja. Ab nochmal. Wo machen wir heute Review, Honk? Kommt drauf an, wo die Jungs essen wollen. Alter, ganz ehrlich, ich will diese auch, diesen Bürgermeister. Das waren beim Bürgermeister-Review ohne mich und Honga, was hat Tati? 10 von 10 Sternen gegeben. Ja. Eigentlich, dass Tati 10 von 10 gibt, das muss schon was heißen. Honga fand den nicht so krass. Schauen wir mal. Und ja, gegen mich. Mirror-Match, Mann. Mirror-Match. Alles verloren, Mann. Ich knister. Ja, ich wusste es gleich am Anfang, Mann. Ja, warte mal, hab ich falsch gespielt, Mann. Ich habe auch volles Risiko gemacht, weil Thriller, ich glaube, ja, dass auf Monarchen oder Kingsman Cosmo spielt. Ja, genau das Falsche, Mann. Wieso machst du Risiko, wenn du nicht weißt, was du hast? Keine Ahnung, wenn er Monarchen gespielt hätte, der BA wäre tot gewesen. Oder Hong? Ja. Wieso, was hast du ihm gegeben? Was hat er zurück? Ich habe ihm diesen Vortex Dragon gegeben und App ist Dweller, Mann. Und der einfach so Bumbuku Summon. Bumbuku Summon, tot, Mann. Ich muss ja nicht hier im Buko bleiben, Mann. Wieso negierst du? Was soll ich denn machen? Er holt nur Monster. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, direkt Typ, oder? Bumbuko nie negieren. Er kommt drauf an, aber meistens nicht. Oder ich weiß gar nicht, was war, Mann. Auf jeden Fall erste Runde verloren. Zweite gibt er mir Ignister auf die Dings, auf die Feldzauberkarte. Paladin auf meine Scales, Mann. Alles verloren. Paladin endheftig, Mann. Ja, Mirror Match. Ignister, Mann. Er hat halt Dings, Mann, Ignister und Paladin gehabt. Die waren Mirror Match endheftig. Ja, ja. Schau, wenn er Bumbuko hat. Er kommt über deine Monster gar nicht rüber. Wieso negierst du? Du negierst das, wenn er über deine Monster rüberkommt. Ja. Nein, ich hab Dingsmann. Ich hab. Nee, Schmann, ich hab Bumbuku nicht negiert, sondern ich hab ihn negiert. Kann sein. Genau, ich glaub dir, Nico. Das erste Spiel habe ich verloren, das weiß ich, Mann. Ja, Mann. Hä? Was? Ja. Ja, Mann. Nicht, nicht so. Ja, mit ihm? Nico checkt so gar nichts. Mit ihm zusammen, Mann. Ja, Mann. 4-0, 1-3, Mann. Mit allem. Was? Nein. Oh, mit allem. Ja. Ja. Wir haben hier Nico. Ich habe endlich einen komischen Döner bekommen. Ich weiß nicht, wie man den isst, Mann. Also es ist ein ganz normaler Döner eigentlich, wie in Berlin. Warte, guck mal her. Er lässt den Döner natürlich auf. Das sind die serbischen Tricks. Nico, es gibt auch Döner-Ess-Tutorials auf YouTube. Ohne Witz, das gibt's halt echt. Wie du den Döner halten musst, wo du abbeißen musst. Alter, wie er stur weiter ist jetzt. Was soll ich denn machen, Mann? Den hättest du echt zuklappen müssen, so. Nein, das ist schon so. So. Ja, ja, genau, genau. Die haben alles verloren. Er ist ein Döner, so wie er Pendel spielt, Mann. Oh mein Gott. Der war echt gut, Mann. Tot. Runde 5, Leute.
Da habe ich gegen Odd Eyes Magician gespielt. War echt gut. Er hat mir erste Runde echt OTK gegeben. Zweite Runde konnte ich mit Duft noch gewinnen. Und dritte Runde war, habe ich spielerisch halt einfach mehr gehabt als er. Und deswegen habe ich gewonnen. Also ich stehe jetzt 4-1. Ich hoffe, es läuft so gut weiter so gut. Und alle anderen Drop. Und alle anderen leider Drop. Aber mein Gott. Tati hat schlecht gezogen. Aber er wär locker auch weitergekommen. Aber das heißt, ich und die Jungs fahren jetzt essen, Party machen und so. Chong, lass mich hier allein. Morgen kann er auch hier alleine kommen. Werden wir ausschlafen und so. Oh mein Gott, ich leide. Leide? 20 Minuten Fußweg. Egal, ich kann ja jetzt selber Auto fahren. Dann könnt ihr zusammen. Nein, sicher nicht. Ich fahre mit dem Auto hierher und die anderen können dann zu Fuß herkommen. Es geht los. Die mit dir abgepackt. Ja, Mann. Jetzt wird ein bisschen die Stadt erkunden. Wir fokussieren uns mehr aufs Nachtleben. Pokémon Go, dies und das. Es ist 12 Uhr Nacht und die spielen immer noch, Mann. Die spielen immer noch. Letzte Runde. Wir sind ausgeschlafen, ja. Frisch geduscht. Passt, wir sind wieder unter den Lebenden. A Hero Alive. Warrior Returning Alive, Mann. Returning, the Warrior Returning Alive. Ja, Mann. Wir sind wieder zurück. Die anderen spielen irgendwie noch, obwohl sie schon eigentlich gar nicht mehr Tops kommen können. Check's auch nicht, Mann. Also spielen mit 3 sinnlos Liter Energie verschwendet. Ja. Also schauen wir mal. Ansonsten, BA überkrass. Wirklich, an jedem Tisch war ein BA-Deck. Ja, Mann. BA wurde endschlecht geredet von den Leuten hier. Ich weiß auch nicht wieso. Was? Cosmo wurde schlecht geredet. Alles, du brauchst nur gegen BA Cherry, der AC. Nee, GG, Mann. Kirin, Mann. Kirin. Kirin, GG. Naja. Ja, hast du gegen BA gespielt? Nein. Ja, eben. Ich bin zu BA nicht durchgekommen, Mann. Ich bin zu den Rängen von BA nicht durchgekommen, Mann. Aber egal. Schauen wir mal. Ich werde wieder zum Drachenmeister, Mann. Ich habe leider die Leute ein bisschen enttäuscht. Ich habe kein Drachendeck gespielt. Aber jetzt okay. Ist wieder was. Los geht's. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Tag 1 EM. Offiziell zu Ende. Chong steht 6-2. Hoffnung lebt. Rest richtig hart abgekackt. Alle verloren. Letzte Hoffnung Chong. Es laufen ein paar Gerüchte über ihn, aber die darf ich jetzt noch nicht bekannt geben. Die hast du in die Welt gesetzt, Mann. Ich weiß. Warte, bleib mal. Hab gehört, wer ist der Scheiß? Bürgermeister Review Teil 2. Dann kommt nicht bei. Ja, wie geht das wieder zurück, das Teil hier? Aber ich habe schon dazugelernt. Ich weiß jetzt, wie man besser bestellt. Echt jetzt? Ja. Wieso, was hast du falsch bestellt? Ja, erstmal keine Pommes. Das war richtig eklig. Echt jetzt? Wieso waren die Pommes eklig? Keine Ahnung, wie das geht, Mann. Ich check das Pommes kann man doch gar nicht eklig machen. Die dürfen nicht. Keine als Öl. Alle Beine zu, Mann. Wo sind wir hier? Also Tati und Chong haben richtig Schlafmangel. Tati will sich ganz hervorzen. Er hat auch... Weißt du, wie ich gespielt habe? Er ist nicht immer beliebt, er hat auch eine schlimme Seite, wenn er müde ist und hungrig. Aber ja, er ist auch nicht immer beliebt. Ich fütter ihn halt, oder euch, nur mit den positiven Sachen. Oh mein Gott. Negativen Sachen blende ich aus, Mann. Jetzt. Damit ihr immer positiv und der gut gelaunt seid. Der Tunesier 2 zeigt sein Tunesier 5 Gesicht. Kann man ein Ding machen, bitte, zum Bürgermeister... Ich hab keinen Akku mehr. Ich hab auch keinen Akku. Das ist auch Navi. Ich hab kein Internet. Da ist auch ein Navi. Mach mal Navi, oder? Da ist auch ein Navi da vorne. Ja, aber gehst du in die Straße? Stimmung. Ja, irgendwo nähe Warschaustraße, Matrix. Nee, Mann, so nah war das nicht, Mann. Doch, Mann, das war eins, ne? Ich schau schon, Alter. Merk schon, ich schau. Schau mal, dein Maul. Ja, aber auf jeden Fall musst du umdrehen. Bürgermeister Berlin. Alles wie ein Bayerisch, Mann. Nochmal dahin. Wieso? Hier gibt ein. Das war nur ein Vorschlag. Erstmal nochmal 3-4 Stunden warten. Straße. Alles außer Maggie bin ich dabei. Okay, es hat 11 Uhr bis 4 Uhr offen. Es ist ab 11? Dann ab 11 bis 4. Oh mein Gott. Aber wir müssen eine Stunde warten, ich sag's euch. Ja, wieso? Ja, jetzt ist Schlange, Mann. Es ist Samstag. Zeit und, die das ist so krass los, Mann. Kommt noch Geld. Du musst ja nicht wieder Auto fahren, Mann. Ey, wir können auch gerne woanders, gell? Ja, Mann. Okay. Hattest du nicht ganz viele Sachen rausgesucht, Joe? Noch Curry 36. Curry wusste auch angeblich Mann. Der beste Döner. Ja, Badisch. Ja, okay, Badisch sagt so, Döner braucht man am Abend nicht essen, Mann. Es Döner haben wir heute so. Schon gegessen, Mann. Ja,
halb schon gegessen. Davis tot, Mann. Halt Burger. Geh mal jetzt hin, Mann, ohne Scheiß. Der Bürgermeister Scheiß. Kannst du mir mal anstecken. Da, daneben ist ja auch alles, Mann. Da ist dann auch mit einer Mese, eine Pizza, ja, Pizza-Dings noch. Dieses Bagdad-Dings. Okay, ich geh erst vietnamesisch essen. Schuss auf Bagdad. Geh vietnamesisch essen. Geh, Mann. Funktioniert nicht. Ja, und trotzdem müssen wir wissen, wo wir hinfahren, Alter. Ja, ist normal, dass hier leuchtet. Ist eine Tür auf oder so? Ich hab's noch angemacht, wegen seiner Kamera. Sonst sehen wir doch. Mach mal mit Google Maps, Mann. Navi ist tot. Ich hab sowas nicht. Was hast du sowas nicht, Mann? Du hast Powerbank, Mann. Oh Gott. Alle sehr angespannt. Richtig gereizt. Ja, Mann. Richtig gereizt, wie die Stimmbeben dabei. Hier, Mann. Hier, Notfall, Mann. Schau. Eigentlich hatte ich gereizt. Richtig saftig. So entstehen die besten Videos, Mann. Was geht hier ab, Mann? TPT Tag und Nacht. Es soll mich echt mal einer nur anschauen. Echte Gefühle. Oh mein Gott, hey, da passiert was. Wie hieß die Straße gerade? Alter, film mal das. Wie hieß die Straße gerade? Hier passiert echt was Krasses, Mann. Polizeiautos. Razzia bei Yu-Gi-Oh, Mann. Lass mal sehen. Alle stehen wirklich hintereinander. Es könnte sein, dass die letzten Aufnahmen sind. Das ist gar nichts, Mann. Wo fahr ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ist das Feuerwehr oder hast Polizei? Hast du nicht gerade Ding gemacht jetzt? Ja. Was? Ich weiß die Adresse nicht. Ey, das ist echt krass. Oberbaumstraße. Gib doch nur Bürgermeister ein, Mann! Hab ich doch, aber ich muss auch Google Maps noch eingeben. Dein Routenplaner! Du musst ja nur bei Google einmachen. Du seid echt alle tot, Mann. Schalt jetzt ab, wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Hoi, TBT, Bürgermeister Review Teil 2. Wir sind wieder da, weil Tati so krass gehypt hat, wir sind ein zweites Mal da. Ich bin der zweitbeste Koch hier, deswegen schauen wir mal jetzt. Wir schauen mal. Okay, diesmal haben wir die doppelte Portion. Nico, ja, war nicht zufrieden mit der Portion? Ich war nicht zufrieden. Allgemein in Berlin hier, die Portionen sind zu klein. Auch beim Döner war ich nicht zufrieden, Mann. Nein, das war zu klein, Mann. Ja, für euch, Mann. Endkrass, cool. Er hat den Döner falsch gegessen, da wundert er sich. Für euch war das groß, Mann. Die Pommes, das waren ja so 10 Pommes, Mann. Endgut, Mann. Menü 6 Euro, also. Also ich habe auch aus meinen Fehlern dazu gelernt. Keine Pommes mehr. Aber die Pommes haben dir beim Ding auch nicht gefallen, oder? Beim Döner heute. Die Pommes waren da war ich schon satt. Also der Döner hat mich schon gesättigt. Die Pommes war schon gut, aber... Und der Käse war voll eklig hier, finde ich. Und hier meinst du? Ja, Mann. Das ist so Schmelzkäse, ich liebe das, Mann. Das ist endlich. Das ist aber Geschmackssache. Ja, also der künstliche Schmelzkäse. Ich bin endlich. Was hast du bestellt? Künstler, Kumpel, Schmelzkäse. Hast du nur Pommes bestellt? Chili Cheese Burger. Performance. Ohne Pommes. Chili Cheese Burger. Ohne Pommes. Ohne Pommes. Ohne nix. Er hat gesagt, böse Ekel. Du kannst bei mir die Pommes mal probieren. Ja, ich will echt probieren. Ich hab Chili Cheese Fries wie Chong, Alter. Ich mein Chili Cheese Fries. Ja, okay, aber das ist anders als Cheese Fries. Nein, weil da auch Käse drauf ist. Ja, aber da ist doch mehr Zutaten drin. Das macht ändert und Jalapenos und Hackfleisch. Also Pommes, das boostet das wieder, Mann. Was? Das boostet das wieder. Weiß ich nicht. Aber ist ernst geil. Warte, lass mal hier probieren, Mann. Echt krass. Okay. Ja, das Kameramann jetzt, Mann. Ja, es filmt schon. Pong, Teil 2, er gibt ihm noch eine Chance. Alles wegen Tati. Alles wurde zu krass gehypt. Zeig mal. Und jetzt? Also vom Aussehen sind die wirklich gut wie die amerikanischen. Ich kenne mich ein bisschen mit Burgern aus und der schaut echt gut aus. Welchen Burger hast du beim ersten Mal und welchen hast du diesmal? Wieder denselben. Oh mein Gott. Du hast doch meiste Burger genommen. Ja, immer. Sind da keine Tomaten drin? Ja. Und? Freut dich ein bisschen besser. Echt jetzt? Er hat keine die 19, besser verteilt alles. Nico, welche Nummer hast du? Was hast du für eine Nummer? Tatsächlich Brot und so schaut endgut aus. Ja, brauchst du jetzt nicht beim Essen filmen, oder? Review! Ja, 15 Minuten, bis er fertig ist. Chong, was mit dir, Mann? Einzige Hoffnung von TPT noch. Du hast einen großen, was? Ich hab 2 Stück genommen. Oh mein Gott, jeder bestellt so anders. Ich hab doppelt schon recht, Mann. Ich bin Mann. Nico, welche Bewertung hast du beim ersten Mal gegeben? Ich glaube 8 von 10 Punkten. 8 ist stabil. Ja, Mann. War nicht schlecht, aber von 10 war es nicht einmal. Das wird nochmal fehlen. Oh mein Gott, ich bin gleich dran. Cut. Sieht Nummer 2, Nico. Hat sich verbessert. Der Geschmack ist der gleiche. War gut. 2 Burger und eine Menge. War es gut. Ich sag mal, die Tante kann ich mehr. Nee, du gehst. Auf jeden Fall. Ich esse sicher. Ich besser, was also besser, was sagst. Lieber großer Burger und Pommes anstatt 2 Burger. 2 Burger sind vielleicht ein bisschen zu viel.
vielleicht lieber Größe, also die einzelnen Portionen sind ein bisschen größer. Ansonsten bleibt 8 von 10 Punkten, bleibt bei meiner Meinung. Wagestein, Eindruck. Also insgesamt, man muss auch Preis-Leistung beachten. Ich gebe eine 7,5. Gibt es auch eine Erläuterung? Erläuterung. Geschmacklich war es halt echt ein Burger. Du warst danach befriedigt. Du hast so das Gefühl, ja, ich habe einen Burger, ich bin gesättigt. So ein geiles, bisschen Völlegefühl. War echt gut. Die Portion finde ich ein bisschen zu klein. Ein Burger ist zu wenig und zwei sind, glaube ich, zu viel. Deswegen braucht man so ein Mittelding. Jetzt die Frage. Hype oder gerechtfertigt? Also, es ist gerechtfertigt, dass er gut ist, aber Hype nicht. Für mich gibt es in München nicht annähernd einen Burgerladen, der so schmeckt wie hier heute. Nein. Ist echt so. Also es gibt schon gute in München auch, aber der ist schon krass. Geiles Fleisch, frisch gebraten alles. Gutes Brot. Pommes ist auch okay. Ja, aber es passt. Also echt, sieht man auch hier, Leute kommen her, feiern. Echt geil. Geiles Ambiente auch hier unter dem Ding. Finde ich cool. Ich bleib dabei. Meine Frage, wie viel Provision bekommst du von denen? Leider nichts. Was aber gleich muss ich mal mit dir reden. Was heute aber ganz cool ist, heute sind nicht so viele Touristen, glaube ich, da. Also heute sind so ein bisschen, glaube ich, Einheimische da, die sind das. Gestern waren so viele Touristen, Asiaten, die sind das. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.